Moin, liebe Sales Raya. Ignoriert einmal ganz kurz den Topf hier hinten. Ignoriert diesen Topf mit flüssigem Gold, der hier gerade kocht wie Kochwäsche. Der reduziert noch ein. Kann ich ein bisschen Werbung machen, der kommt aus dem Clip. Super tolle Soße irgendwie. Ich habe den Titel noch nicht mal, weil ich es ja gerade erst gedreht habe. Absolut geiles Experiment. Guckt euch das Video hierzu an. Schockt. Ja, sieht man so nicht alle Tage. Link kommt oben rechts rein, wie auch immer es heißen mag. Hier vorne habe ich eine Bolo. Die brauche ich für unsere Tomato Wars. Und dieser kleine Topf spielt eine Nebenrolle sozusagen in den Tomato Wars. Und zwar machen wir heute eine Bechamel. Eine Bechamel-Soße ist eine der 5 Grundsoßen, eine von den 4 warmen Grundsoßen. Das ist im Grunde genommen, ja, also Grundsoßen sagt man halt immer, das sind Soßen, die man danach mit allem Möglichen befeuern kann, um sie zu verändern, um eben das draus zu machen, was man haben möchte. Also als Grundlage, von da aus geht es dann immer irgendwie weiter. Im klassischen Sinne habe ich so gelernt. Ich habe jetzt allerdings auch mal ein bisschen nochmal wieder ein bisschen recherchieren müssen und so. Also so ein richtiges Original, es ist wie immer, wenn man danach sucht, 28.000 Einträge von irgendwelchen Hausmuddis, die meinen, sie machen die richtige Bechamel. Ich habe es ganz klassisch gelernt mit einem... Oh, warte mal, hier fehlt was. Butter, Mehl, Milch, Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Muskatnuss auch nur eine Spur. Ja, so habe ich eine Bechamel gelernt. Jetzt sieht man allerdings auch Hinweise darauf, dass das mit angeschwitzten Schalotten gemacht wird und. Ist mir, was heißt Schnurz? Wenn du noch einmal Schnurzpiep sagst, dann bin ich... ganz sauer. Ich mache das so, wie ich es gelernt habe, natürlich, in der Küche. Und die beiden Jungs, die mir das beigebracht haben, die hatten beide fachlich auf jeden Fall richtig was auf dem Kasten. Also ist mein Vertrauen auf jeden Fall dort, anstatt bei Google die ersten 20 Treffer von Kochbar und Chefkoch und so weiter. So viel dazu. Ich sage euch, wie das läuft. Im Grunde genommen macht man eine Mehlschwitze, gießt sie mit ein bisschen Milch auf und würzt das Ganze, also schmeckt das Ganze ab. Fertig. Bei mir läuft es natürlich wieder anders. Also so viel anders läuft es nicht, aber ich gehe eine kleine Spur anders dran. Müsst ihr nicht so machen. Ihr habt einmal gehört, wie es klassisch gemacht wird, nach dem Fach sozusagen, also im Fachgedanken. Wisst ihr, wie es geht, und ich mache immer so ein bisschen einen kleinen Abweicher. Ich habe zwar gesagt, ne, ich mache das so, wie ich es gelernt habe, aber es basiert darauf, so wie ich es gelernt habe. Egal, lasst uns loslegen. Ist ja nur ein Basic-Video, muss schnell gehen. Allererstes mal hier mal den Topf ein bisschen heiß. Dann brauchen wir Butter. Und es gibt sogar ein richtiges Verhältnis. Ich glaube, man sagt 1 zu 1. Und das muss ja dann, im Verhältnis 1 zu 1, muss ja Butter und Mehl im Gewicht sein und nicht im Volumen. Weil das, glaube ich, sonst viel zu wenig Mehl wäre, wenn man das im Volumen macht. Und das Beste ist, dieses Verhältnis hinzukriegen, könnte man locker mit einer Waage machen. Mache ich aber nicht, mache ich nie. Und das führt meistens dazu, dass es zu dick oder zu dünn ist und ich immer wieder kontern muss. Dann hier wieder mit ein bisschen Mehl, da wieder mit ein bisschen Milch und so weiter. Und so fort, und das führt dann dazu, dass ich am Schluss mit 28.000 Litern Soße da stehe. Spaß beiseite, es sind nur 27.000. So, und hier kommen wir zum ersten Unterschied. Ich habe ja diesen aromatischen Knoblauchpfeffer. Komm, machen wir noch eine Spur mehr. Den schwitze ich mir zum Beispiel in der Butter schon mal an. Genauso wie eine Prise normalen Pfeffer. Oh, hier so einen zweiten Umdreher noch. Salz kann man jetzt schon dran machen, muss man nicht. Da macht man eh immer zu wenig dran. Das stellt man dann später immer fest. Und so starte ich in meine Bechamel. Also meinetwegen müssen wir nicht mal mehr dann über eine Bechamel sprechen. Vom Doing her das Gleiche, von den Zutaten ja jetzt schon abweichend. Wir können auch noch eine Spur zum Beispiel links dran machen hier. Knoblauch. Das rösten wir. Was heißt, nee, rösten nicht. Rösten ist falsch, weil das ist ja eine helle Soße. Und eigentlich ist schwarzer Pfeffer schon falsch, ne? Also ihr müsstet schon weißen Pfeffer nehmen und Salz und so weiter, damit alles wirklich klar weiß bleibt und keine kleinen Punkte drin hat. Das wäre so die klassische Küche. Da mir Optik aber ja eigentlich schon immer egal war, machen wir das jetzt so. So, jetzt kann ich hier auch ein bisschen Tempo drauf geben. So, und dadurch, dass es jetzt halt schon heiß wird, der Pfeffer und so weiter, kann er sich ein bisschen entfalten, schon ein bisschen reagieren. Ja, jetzt ist, glaube ich, auch mal Zeit, oben rechts die Tomato Wars letzte Ausgabe anzukündigen, wo wir die Bechamel gleich für brauchen. So, habe ich hier drüben Mehl. Könnte man auch noch sieben. Auch das ist mir egal. Wird wahrscheinlich klumpig as fuck, aber nützt ja nichts. Habe ich keinen Bock drauf. Nicht mal eine Ablage hierfür. So, jetzt in dem Stadion, ne, wenn das halt schon so ein bisschen am Brutzeln ist, schwenke ich meinen Pfeffer da noch einmal so durch und dann kann da auch schon die Butter drauf. Es geht hier nicht um Röststoffe, maximal um das, was vom Schwitzen kommt. Und jetzt mache ich hier so eine grobe Peilung rein. Ja, das kann dann auch mal so in Richtung klumpig gehen. Ja, so ist schon in Ordnung.
einmal komplett durchrühren, das Ganze. Und jetzt komme ich schon mit meiner Milch um die Ecke und gieße das da direkt drauf. Ruhe ich erstmal einen ordentlichen Schluck, so zum Angießen, ja, also erstmal so angießen. Nicht zum Angießen, sondern erstmal so angießen. Da, mit in Windeseile, diese Pampe, die sich auch gerne mal in den Ecken absetzt, schnell reinrühren. Damit sich das Mehl gleichmäßig verteilt, keine Klumpen bildet und ihr seht bei der Hitze, das zieht sofort an. Das wird sofort dickflüssig. Ein Schluck Milch hinterher, so lange, bis ihr bei der gewünschten Bindung seid. Immer mal wieder heiß werden lassen, weil die Milch ist natürlich eiskalt, gerade aus dem Kühlschrank. Die muss immer erstmal wieder heiß werden, um die Bindung zu aktivieren. Zack, hier wieder einen Schluck rein, weiter rühren. Es gibt ein Rezept, vielleicht schreibe ich euch das, guckt mal unten in die Beschreibung. Wenn ihr schon da seid, schreibt gleich einen Kommentar rein. Wenn ich dran denke, dann mache ich euch mal das richtige Verhältnis rein, dann könnt ihr es abwiegen. Ich bin da immer so ein kleiner, ja, Impro-Künstler, dafür müsste ich was drauf haben, aber ich improvisiere auf jeden Fall immer. So, seht ihr, ne? Es wird richtig pumpig, das wird richtig dick. Da müsst ihr natürlich auch eure eigenen Konsistenz finden für das, was ihr damit vorhabt. Immer mal wieder nachgießen, durchgehend rühren, in die Ecken rein, dass euch das da nicht anbrennt, weil jetzt, wenn ihr es nicht in Bewegung haltet, brennt es auch unfassbar schnell an, weil diese Pampe mit dem vollen Gewicht und mit der vollen Oberfläche unten auf den Boden drückt, wo ich zum Beispiel jetzt in meinem Fall mit Stufe 9 komplett gegenfeuer. Jetzt warten, einmal wieder heiß werden lassen. Hier duales Umrühren, hier mache ich auch mal kurz von dem Boden frei. Boah, so viel ist da gar nicht. Und es wird wieder breiig. Ne? Also das Mehl zieht immer noch an, wenn es wieder an Temperatur kommt. Das können wir jetzt so lange machen, bis wir bei der gewünschten Konsistenz sind. Ja, wenn das so cremig ist und ihr das so cremig haben wollt, wie es jetzt ist zum Beispiel. Ich bin da eigentlich ganz gut angekommen, wo ich hin wollte. Dann war es das eigentlich auch schon. Dann müsst ihr das Ganze jetzt nur noch abschmecken. Ihr hättet den Muskat oder die Muskatnuss, so rum. Ihr hättet die Muskatnuss hier auf jeden Fall schon reinmachen können. Vorher mit in die Butter. Mache ich jetzt nachträglich. Aber ich schmecke das jetzt auch nur noch ein bisschen ab. Ich weiß jetzt schon, dass ich da mehr von reinmachen muss hier. Und jetzt zum Beispiel zieht das alles gar nicht mehr so an. Ne? Wir sind bei einer richtig cremigen Soße. Und als Beispiel, auch da hätte ich zum Beispiel das Currypulver vorher mit reingemacht. Ne? Aber wenn ihr jetzt Currypulver reinmacht oder Currypaste oder so, habt ihr eine richtig schöne, helle Currysoße. Oder ich wüsste gar nicht, was man da sonst noch alles mitmachen kann. Also fällt mir gerade nichts ein. Irgendwelche Kräutersoßen oder so. Ne? Macht ihr Kräuter rein, püriert ihr die noch rein oder schnippelt sie noch rein. Mit einem Schluck Weißwein kann man das Ganze unheimlich gut anheben. Da sind wir aber dann auch nicht mehr beim Originalrezept. That's it. Ich hole Muskatnuss. Und bei der Muskatnuss geht es nur um einen kleinen Background. Zack, mehr nicht. So, weil der ganze Bums jetzt natürlich wie immer beim Binden mit Mehl sehr nach Mehl schmeckt, dreht ihr die Flamme möglichst weit runter und lasst das nochmal so, vielleicht so 10 Minuten ganz leicht köcheln. Viel in Bewegung halten, damit es euch nicht ansetzt. Aber das, meine Freunde, ist eine Béchamelsoße. Eine einfache, weiße oder eine helle Grundsoße. Und da ist das wirklich schon wahr, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und das Video, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch mal was gebracht hat, wenn es für euch interessant war, das mal gesehen zu haben und vor allen Dingen auch gehört zu haben. Lasst ein Abo unter Kanal, damit ihr auch immer wisst, wie es hier weitergeht. Gerade wie es hiermit weitergeht, denn das Video ist ja, denke ich, noch nicht veröffentlicht, sondern soll noch veröffentlicht werden. Ja, und ein Kommentar. Kann auch nicht schaden für den Algorithmus. Wir sehen uns das nächste Mal an irgendeinem Freitag um 18 Uhr. Bis dann. Ciao.